Es ist momentan so, ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen und muss deshalb, ich gebe meinen Titel an Anne-Sophie. In dem Moment dachte Grand Prix-Veteranin Joy Fleming, der hat sie nicht mehr alle. Die Stimme von Andreas Kümmert hat sie umgehauen. Die Kurpfälzerin ist sich sicher, er hätte die besten Chancen gehabt in Wien. Das hätte ich ihm gewünscht, dass er ein bisschen Eier gehabt hätte und gesagt hätte, gut, ich nehme das an und ich gehe. Aber leider, leider, leider war sein Nervenkostüm zu schwach. Yeah! Bombenstimme allein reicht nicht, Joy Fleming weiß das aus Erfahrung. Dreimal war sie für Deutschland beim Grand Prix. Hinter den Kulissen weiß sie, wird übel gelästert. Nichts für empfindsame Gemüter. Jeder disselt und duschelt und ich denke mal, dass sie vielleicht hinter der Bühne sagt, oh, schon mal gesehen, wie der aussieht. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, denn heute kamen ja schon so blöde Sprüche wie der Dickliche und Ding. Zu mir hat man damals gesagt, die stampfende Brunhilde. Und sie tut Joy Fleming auch leid, an Sophie, Siegerin von Andreas Gnaden. Die hat auch mal ganz komisch geguckt, die Frau, das kann ich verstehen. Ich wollte auch nicht gerade als, wie sagt man denn, so als zweite Ware jetzt dann für Deutschland dastehen. Ne? Das war für das Mädel, glaube ich, sehr erniedrigend irgendwo. Und als Vollprofi weiß Joy Fleming, der Titelverzicht ist auch super hart für das ganze Team von Andreas Kümmert. Für Manager und Band geht es auch um viel Geld. Ich denke mal, als der da die Sache abgeblasen hat, dass die zusammengebrochen sind, dass sie gesagt haben, hast du sie noch alle in der Krone, was machen wir jetzt? Und, Joy Fleming ist sich sicher, Andreas Kümmert wird nie wieder eine Chance bekommen beim ESC. Aber ihn kümmert's nicht.